Am Kampener Hauptstrand in Höhe des Roten Kliffs ist in den vergangenen Tagen eine lange Abbruchkante entstanden. Die hölzerne Aussichtsplattform ist ein guter visueller Punkt, um die Ausmaße des Sandverlustes erkennbar zu machen. Das im Juni vorgespülte Sanddepot ist bis in Höhe der Plattform fortgespült worden. Am Strandgrund treten große Steine hervor. Am vergangenen Wochenende war ein Sturmtief über Sylt hinweggezogen. Hohe Wasserstände über viele Stunden waren die Folge. Nun fehlt recht früh im Winter der Sandpuffer und die Sturmsaison auf Sylt hat gerade erst begonnen.